Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer bei Dust in Elysian Tale. Wir stehen hier vor der ersten Villa auf der Sorgenwiese und wir gucken mal, was uns jetzt hier drin erwartet, im Badelanwesen. Wahrscheinlich wieder jede Menge Untote. Aber das werden wir ja gleich sehen. Okay, schon mal hier die Treppe hoch. Und, oh, der sieht nicht gerade freundlich aus. Dust, that being exists in a place that I cannot reach. Run! Okay, wir müssen wegrennen. Wegrennen. Achso. Da unten durch. Ja toll, jetzt müssen wir vor einem komischen Viech wegrennen. Ja. Hoch, hoch. Ich will nicht wissen, wie viel Schaden uns das macht, wenn uns das trifft. Ja, einfach weiter. Wow. Ich hoffe es mal, das sah unheimlich aus. Ich denke so. Ist das, was Cora was talking about? Well, this Cora woman better start explaining herself. I can't take any more of this. Ah, befidget. Ja, zurück kommen wir schon mal nicht mehr. Ohne Klettern. Okay, wir haben einen Suchgegenstand. Wir haben ein altes Gemälde. Und neue Fähigkeit. Eiserner Griff. Spring in die Luft und beweg dich mit Arm D auf eine Ranke zu, um an einer Wand hochzuklettern. Okay, jetzt können wir bereit im Hängen mit dem nächsten Sprung vor. Drücke dann Space. Also wenn wir hochspringen wollen. Oh. Hopp. Okay, das ist schwieriger, als es aussieht. Ja, so klappt das. Oh, und jetzt tauchen hier Gegner auf. Nachdem dieses unheimliche Etwas hier verschwunden ist. So, ich stelle mal Fidgets Geschosse auf die Blitzgeschosse um. Die haben wir nämlich noch gar nicht wirklich in Aktion gehabt. So, ordentlich ein Kettenblitz. Und eine neue Rüstung, hä? So, ordentlich Schaden macht der Kettenblitz, ja. Gucken wir mal, was haben wir hier eingesackt? Rüstungsmäßig. Ist schlechter als der Detektivmantel. Naja, schade. Wir haben eigentlich eine ziemlich gute Rüstung mit dem Detektivmantel. So, hier hoch. Hier gibt es noch einen Schlüssel. Ja. Und damit haben wir diese Villa schon mal aufgeräumt. So, noch ein legendäres Wandtun. Und noch eins. Hm. Ah, ich kann mich über die nach unten führende Treppe fallen lassen. So, ein paar Kettenblitze für euch. Au, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nach unten. So, danke. Und euer Nest grillen. Und euch gleich mit. So. Hey, Stufenausstieg. Geld und so einsammeln. Oh, Schleim oder was das auch immer war. Gucken wir mal kurz. Materialien. Ektoplasma. Haben wir ziemlich viel davon schon. Genauso wie wir Maden haben. Lass uns mal kurz ins Inventar gucken, ob wir nicht irgendwas... Ob es nicht irgendwas gab, was wir herstellen konnten, was... ziemlich interessant war. Hier das hier, genau, Pestöl, aber dafür brauchen wir auch diesen anderen Schleim. Hm.
Ansonsten haben wir ja, schon eine Zunderklinge und das andere ist alles schwächer eigentlich, abgesehen hiervon, aber dafür brauchen wir Gammelfleisch. Da ist das hier mächtiger und dafür fehlen uns noch diese zwei Sachen. Anhängermäßig, mal kurz gucken, den da haben wir an und alle anderen sind schlechter. Rüstung tragen wir zurzeit die beste. Ja gut. Gehen wir weiter. Hier wieder raus aus diesem Spukschloss. So, runter hier. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich die Wurzeln und die von ihnen kaputt hauen lassen. Noch mehr Ektoplasma. Und ein Bauplan für ein brutales Upgrade. Das brauchen wir unbedingt, gell? Brutales Upgrade. Nicht wirklich, das ist schwächer als die Zunderklinge. So, dann können wir mal wieder raus hier. Die hier ein bisschen verhauen. Ein paar Zombies. So. Und dann können wir mal kurz hier hoch gucken. Ein Teleporter, wo kommt der denn uns hin? Hier rüber. Hm. Okay. So, wieder Kettenblitze, obwohl ich die Feuersäulen eigentlich bevorzuge. Sollten wir dann wahrscheinlich wieder auf die Feuersäulen umschalten. Hm. So, jetzt haben wir wieder Feuersäulen. Genau, die da. Wie komme ich da oben jetzt ran? Da komme ich nicht ran. Mist. Oh, und ich habe einen Kampfkunststein, merke ich gerade. Verteidigung. Ach ja, hier war der Nekromant, glaube ich. Genau. Aber ich glaube, für den brauchen wir die ordentlichen... die Blitze. Wow, wow, wow. Ich will den mal besiegen, mal sehen, ob der was bringt, wenn er tot ist. Auf jeden Fall hat er einen komischen Schädel gebracht. Aber ansonsten, mal kurz gucken, da müsste Material gewesen sein, gell? Verirrte Seele. Hm. Interessant. So, noch ein paar Zombies. So, falsches Spielchip geschossen. So. Oh, ihr kommt von oben wieder runtergeflogen. Also selbst mit den, selbst wenn ich nicht das komische, armselige Medaillon ausgerüstet habe, kriege ich eine hohe Combo hier rein. Das ist ja... heftigst. Oh, und eine Truhe. Ah, so, so. Truhe, öffne dich. Ring der Geduld. Plus 4 Regeneration, plus 10 Verteidigung. Oh. Der macht 2 Angriff, der macht auch 2 Angriff. Objektdrop. Fidget, Glück, Verteidigung. Könnte ich eigentlich durch den da ersetzen? Also den da durch den da. Dafür brauche ich nur noch so eine verlorene Seele. Hm. Naja, garantiert finden wir hier nochmal einen Nekromanten. Dann kann ich ja
den Ring bauen. So. Mal kurz auf die Karte gucken. Hier müsste Cora, glaube ich, gewesen sein. Jupp. Also schön, dass die Sorgenwiese wieder so groß ist. Da gibt es schön viel zu erforschen. Das mag ich ja an dem Spiel. Nein, ich glaube, die Flammen sind auf der anderen Seite. So. Hier hoch. So, und gleich nochmal. Und flambieren. Ja, so macht das Spaß. So, und jetzt müssten wir hier gleich wieder irgendwo hochkommen. Genau. Durch das Resonanztor durch. Laden. Mal gucken. Verkaufsmodus. Den behalten wir. Der Taucheranzug kann weg. So. Ringe brauchen wir, Schlüssel brauchen wir. Hast du eigentlich neue Schlüssel? Nö. Gucken wir mal, was er hier noch nicht hat. Das Einzige, was er nicht hat, wenn ich richtig sehe, sind die Trollkfinger und die verirrten Seelen. Na gut, verkaufen wir mal die eine verirrte Seele. Und im Untergrund müssen wir dann irgendwann gucken, dass wir wieder an den Trollkfinger rankommen. Damit wir das auch hinkriegen. Fehlt ja nicht mehr viel. Mit dem Trollkfinger sind es dann 35. Ja, 35. Wir fehlen jetzt noch 8. Mit dem Trollfinger, da sind es nur noch 7. Jupp. So. Kurz zwischenspeichern und dann müsste... wo ist Cora? Oder war die eins weiter? So, ein paar Zombies flambieren. Eine Trolljacke. Trollkjacke. Ach so, die haben wir schon. Der explodiert. So. Kritischer Treffer, ein Haufen. Und weg mit euch. Oh, eine Brezel. Und ein Stück Gammelfleisch. Ich glaube, hier bin ich falsch. Ja, stimmt, hier bin ich falsch. Cora war in der anderen Richtung. Die gibt ja einen grünen Resonanzstein, dass man da unten weiter kann. Genau. Hier geht es erstmal hoch, aber ich will erstmal mit Cora über diesen Geist reden. Die müsste ja hier rumstehen, genau. Please find those items. Einen haben wir schon. Okay, sie sagt uns nichts zu diesem Geist. Der Meinheit. Au. Okay, hier müssen wir hoch, ohne dass uns die Stacheln töten. Wow. Okay. Hier rüber, hoch. So, das klappte doch gut. So, Flammenstrahlen, nochmal einer. Und sie sind schon alle tot. Au. Okay, das hat auch nicht wehgetan. Das war gerade ein Konter von mir. Zum Glück.
Hier geht's nur wieder zurück. Schlüssel? Oh, ich will den Schlüssel haben. Ja, ich hab's kapiert. Oder auch nicht. Hoch. Ja, ich glaube, das versuche ich in der nächsten Folge weiter. Erstmal mache ich hier einen Cut. Bis gleich.